komplett kaputt gegangen. Also inzwischen geht's. Inzwischen habe ich einen Kraftsensor drin, der fetcht das Ei dann nicht. Also richtig schön feinfühlig. Das heißt, das ist gar nicht mehr selber gesteuert, sondern der hat automatisch entstochen. Ja, das ist hier, dass man den auf dem Sensor hat, der kann ja die Sollkraft vorgeben. Also zum Beispiel